Das Halbfinale von Ahsoka hat nochmal ordentlich rangeklotzt und mit der Folge Fallen Jedi haben wir einige interessante Konzepte gesehen, die wir vielleicht schon mehr oder weniger vermutet haben, dass das in Ahsoka vorkommt, aber jetzt eine sehr große Bestätigung und andere Konzepte, die wir erwartet haben, wurden komplett wortwörtlich in Staub aufgelöst. Und heute möchte ich einmal ein wenig darüber reden, und zwar nicht alleine, sondern mit dem lieben Sebastian von Filmstarts. Ja, hallo und vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr, sehr gerne. Ich habe ja schon vorher angekündigt, ich würde das gerne hier ab und an mal auch mit ein paar Gästen machen. Einfach, um auch mal ein paar andere Meinungen und andere Perspektiven reinzukriegen und nicht immer in meiner eigenen Echokammer zu sitzen. heute habe ich mir, glaube ich, mal jemanden geholt, der vielleicht sogar ein bisschen mehr noch in diese Details noch mit reingeht, als ich teilweise manchmal. Und vor allem das, schneller. Das möchte ich nicht so sagen. Schneller vielleicht schon, aber ich glaube nicht so detailreich. Ich verfolge das ja auch, was du, wenn du dann immer in deinen Storys erzählst, bei wie vielen Wörtern du jetzt schon bist für deine Breakdowns und so. So tief springe ich ja dann doch nicht rein. So. Aber du bist auf jeden Fall absoluter Speedy Gonzales und das kann ich jetzt direkt auch schon mal sagen. Das Recap von dir wird ja wahrscheinlich heute noch kommen, nehme ich an. Genau, ja, ja. Und ich werde das auch hier direkt mit verlinken im Video. Das heißt, wenn ihr hier fertig geguckt habt, könnt ihr direkt rüber zu Sebastian gehen, falls ihr es noch nicht geschaut habt, je nachdem, welches Video früher kommt. Aber da ich bei diesen Videos jetzt nicht so viel schneide, mal schauen, vielleicht stimmen wir das einfach ab, dass was ungefähr gleichzeitig kommt. Also schaut auf jeden Fall mal das Recap da bei Filmstarts. Punkt. So, aber jetzt mal genug davon. Ach so, ja, natürlich die ganze Geschichte. Abonniert den Kanal, wenn euch sowas gefällt, solche kleinen Gespräche. Ich werde noch ein paar andere Leute einladen die nächsten Wochen. Werde mich dann noch mal so ein bisschen im YouTube-Kosmos herumgeistern und gucken, wer da noch so Lust drauf hat. Also wenn ihr Bock drauf habt und auch Lust habt, die detaillierten Recaps zu den anderen Folgen, ich weiß, ich hänge ein bisschen hinterher, zu schauen, dann abonniert diesen Kanal, lasst ein Like vielleicht auf dem Video sogar da, dass es ein bisschen noch rausverteilt wird. Und jetzt kommen wir aber zur Folge. Und ich fange immer gerne mal an, so einfach nur so generell. Wie fandst du denn die Folge so insgesamt, so mal zusammengefasst? Ich muss ja sagen, ich war kein so großer Fan von Folge 3 von letzter Woche. Die war mir ein bisschen zu Filler-Episode, so ein bisschen Weltraumschlacht und wir fliegen jetzt halt von A nach B. Und da dachte ich so ein bisschen so, ist jetzt so nach dem geilen Auftakt der Serie irgendwie schon wieder die Luft raus? Und dann kam heute diese Episode und ich war wie weggeblasen. Also das fing ja schon an bei den wirklich geilen Schwertkampfsequenzen. Ja. Also das fand ich ja super. Vor allen Dingen, weil sie sich hier jetzt auch mal so Zeit gelassen haben. Und du hast richtig, ich musste an meine Zeit denken, als ich Ghost of Tsushima gespielt habe, ja, wo du ja vor jedem Kampf immer so deine Pose irgendwie einnehmen musst und das haben die ja hier auch so drin, so, also hast wirklich so das Gefühl, okay, hier atmet Star Wars mal wieder so richtig dieses Samurai-Genre und diese ganzen Kämpfe, also Ahsoka versus Marok, Ahsoka versus Balin und Sabine gegen Shin, also das war Hammer. Dann so die ganzen Sachen, die so drumherum passieren, die Auflösung, die wortwörtliche Auflösung von Marok, das war krass und auch natürlich das Ende. Also so für eine Halbfinalfolge, Halbfinalfolge, was sind ja jetzt noch vier Episoden, fand ich es grandios, hat echt wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und da hast du gerade schon ein paar sehr interessante oder sehr gute Sachen gesagt, weil dieses Ghost of Tsushima-Ding ist ja, Ghost of Tsushima basiert ja auch auf diesem ganzen Stil von Kurosawa. Es gibt in dem Spiel ja sogar den Kurosawa-Modus, wo du es quasi in diesem alten Ronin-Film-Stil quasi komplett spielen kannst, was ich teilweise auch versucht habe, aber dann doch wieder zurückgewechselt bin. Dafür ist das Spiel zu schön, um es in Schwarz-Weiß genau, zu spielen. Genau, ja. Die ganzen Rot, das Rot und hier ja auch, hier so dieser Vibe von so einem japanischen Ahornwald mit den roten Blättern. Ich habe in meinem letzten Recap, was noch nicht online ist, habe ich auch den Gag gemacht, dass das mich an den Planeten aus Star Trek Into Darkness vom Anfang erinnert, weil das auch so dieses typische ein Alien-Planet, aber alle Pflanzen haben eine andere Farbe erinnert hat. Aber ja, genau dieses, was du meinst mit den Posen und diese Ruhe, die gerade zwischen dem im Kampf zwischen Ahsoka und Balin
war, ist halt dieses klassische Kurosawa-Samurai-Ding, die Idee, dass ein wirklicher Schwertmeister nicht eben rumfuchteln muss und Backflips machen muss, was natürlich sich dann wieder ein bisschen contradicted mit den Prequels, aber dass halt quasi wirklich nur ein Schlag sitzen muss, wie bei Marok, um wirklich den Kampf zu gewinnen. Und man muss halt nicht extrem viel sich verausgaben in einem Kampf. Und wenn dann aber eben so eine gleiche Ebene ist, dass die Fähigkeiten, die Schwertkampffähigkeiten ungefähr auf einer Ebene sind, das sieht man dann eben am Kampf zwischen Balin und Ahsoka, wo sie halt beide sich halt mehr oder weniger die ganze Zeit wirklich parallel Auge in Auge stehen und eigentlich keiner so wirklich an dem Punkt ist, wo er verliert, bis Ahsoka halt den Fokus verliert. Und das ist halt so sehr dieses Kurosawa, Seven Samurai, Jujimbo-Ding, diese Lehren, die da drinnen sind. Ich fand's aber auch geil, ich musste total an den Kampf aus Rebels denken, diesen letzten Kampf zwischen Obi-Wan und Darth Maul, da ist ja nur noch Maul, weil da denkst du ja auch so, okay, jetzt kommt hier 10 Minuten lang, prügeln die da mit den Schwertern auf sich ein und dann stehen sie sich so gegenüber und das ist so in diesem Finale von Ahsoka versus Marok ja dann auch, fand ich geil so, da zeigt sich wieder, okay, ja, es ist halt doch Dave Filoni irgendwo. Ja, genau. Das ist halt wirklich, wo er sagte, wir haben doch mal schon mal so einen Kampf gemacht. Lass darauf ein Callback, weil es reimt sich und so. Und das ist halt genau das Gleiche. Ich habe gestern erst was darüber gelesen, wo jemand auf Reddit meinte, dass er aus den Prequels kommt und das so ein bisschen schade findet, dass halt nicht so viel Flourishes mehr sind in diesen Kämpfen. Und dann halt auch ganz viele Leute meinten, ja, aber das Ding ist, diese Flourishes wurden halt immer kritisiert, weil es halt kein richtiger Schwertkampf ist. Mhm. Und das, was du jetzt siehst, die Posen, die Ahsoka macht und auch wie denen entgegnet wird und auch Shin Hati und so, wie die wirklich kämpfen, wie sie ihre Posen verändern in den verschiedenen Situationen und eben auch bei Maul und Obi-Wan. Es geht halt wirklich bei diesen Schwertkämpfen, bei diesen Samurai-Schwertkämpfen nicht darum, so viel aufeinander loszugehen und sich zu verprügeln wie möglich, sondern einen konkreten Schlag zu setzen, um den Gegner auszuschalten. Und ich glaube, die Obi-Wan versus Maul-Szene ist so die beste, die das zeigt, weil das wirklich der einzige Austausch ist, den sie mit ihren Klingen haben, ist, dass Obi-Wan ihn einfach komplett wegsäbelt. Disney-XD-gerecht, ohne irgendwelche sichtbaren Wunden. Aber und ich würde mal sagen, fangen wir doch wirklich auch nochmal, wo du es jetzt auch schon angesprochen hast, mit Marok an. Weil du hast ja das ein oder andere Thumbnail, den ein oder anderen Titel auch in Marok investiert. Es ist so schön, das ist so schön. Das ist ja, ich habe so das Gefühl, wir sind wieder bei der Mephisto-Phase angekommen, damals bei WandaVision oder ich weiß nicht, wo wir das auch noch, der Broker bei Falcon and the Winter Soldier. Ja. So, wir sind halt wieder bei diesem Punkt so, ne? So, unsere Theorien sind wieder so gigantisch groß und am Ende ist es halt so, okay, ein Puffen und da ist es dann irgendwie weg. So, und ich glaube, das wird wahrscheinlich auch jetzt wieder so ein bisschen so ein Aufschrei dann vielleicht auch geben, weil natürlich sind wir ja so ein bisschen mit Schuld daran, weil wir eben diese Theorien rausbringen. Oh, ist es Starkiller? Ist es Ezra Bridger? Ist es vielleicht Kanan? Oder irgendwer ganz anderes? Und hier, was hatte ich letztes Mal? Ah ja, stimmt, hier, Luke. Der Klon von Luke und sowas alles. So. Und ich weiß, macht ja auch Spaß, aber am Ende des Tages muss man sich ja auch so ein bisschen eingestehen, okay, diese Theorien waren ja wirklich auch, also so cool ich sie auch immer finde, die waren ja schon auch ein bisschen drüber. Also wenn du Starkiller da irgendwie mit reinbringst, dann musst du ja einem Publikum auch erstmal noch erklären, so, okay, wo kommt der denn überhaupt her? Wer ist das jetzt so? Ne? Und dass man jetzt halt einfach sagt, so, okay, er war halt wirklich nur so eine magische Puppe, so ein zombifizierter Night Brother, den Morgan Elsbeth da wahrscheinlich irgendwo auf Dathomir wieder auf hat leben lassen. Finde ich spannend. Passt zumindest irgendwie, glaube ich, am Ende des Tages doch besser zu der Ahsoka-Serie, als wenn das jetzt Ezra gewesen wäre oder Kanan, was ich ganz, ganz schlimm gefunden hätte. Ja, stimmt, das hatte ich auch gesehen. Zombie Kanan. Ja, genau. So. Also das ist auch so das, was ich am Anfang schon dachte, ist, wenn, also
die Geschichte mit Ezra hat nicht wirklich diesen Sinn ergeben, mhm, weil wenn Thrawn in der anderen Galaxis ist, ja, und die den suchen und da unbedingt hin müssen, aber an ihrer Seite ist jemand, der den Weg schon kennt, vor allem den Rückweg. Also ist irgendwie dann komisch, warum das so ist. Ja, also ich hatte so das Gefühl, dass das jetzt so die mystische, die extrem mystische Version vom Star Wars-Universum war, die so ein bisschen dieses Ding einleitet, was George Lucas eigentlich noch weiter erforschen wollte, so diese Details der Macht und die tieferen Ebenen neben, ich kann einen Stein fliegen lassen, dass das jetzt hier so langsam eingeleitet wird, nochmal in wirklich Live-Action. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, weil gerade ja auch durch die letzte Episode, wo ja dann auch nochmal durch Ahsoka deutlich gemacht wird, so jeder kann die Macht benutzen, so, ne? Du musst halt nur irgendwie so ein bisschen Talent dafür haben, du musst halt hart trainieren und dann funktioniert es auch irgendwie so. Also so die Konzepte von Star Wars, habe ich so ein bisschen das Gefühl, werden ja jetzt eh alle nochmal so ein bisschen über den Haufen geworfen. Auch die Tatsache, dass wir jetzt hier wirklich in andere Galaxien an sich reisen können und dass jetzt halt wirklich auch dann zum Ende dieser Episode dann diese Welt zwischen den Welten damit ja für ein Live-Action-Publikum mit aufgebaut wurde. Es ist schon sehr spannend. Also da gebe ich dir recht, ist die mystischste Episode, die wir jetzt irgendwie so hatten, eben gerade wegen diesem krassen Ende dann eigentlich. Ja. Auch, ne? Und das ist, glaube ich, auch so ein Ding, was ich gerade sehr interessant finde beim Star-Wars-Fandom. Ich meine, ich bin es ja inzwischen gewöhnt, dass Leute sich aufregen über alles, was passiert. Ich finde es interessant, dass dieses Thema immer noch aufkommt mit dem, wer kann jetzt eigentlich die Macht benutzen, wer nicht. Weil eigentlich das Erste, was wir über die Macht lernen im ersten Star-Wars-Film, ist, dass Obi-Wan sagt, ja, die Macht verbindet alles. Also, und die Jedi sind diejenigen, die halt benutzen. Aber alle, die strömt durch alles. Und Yoda wiederholt das dann nochmal in Episode 5. Dann Qui-Gon Jinn wiederholt das in Episode 1, dann macht er noch eine medizinische Erklärung dazu, die ja in Clone Wars auch nochmal angesprochen wird, wo Yoda auf diese Reise da geht, auf diese Odyssee, wo er dann zum Ursprung der Midichlorianer reist und da ist dann so der Ursprung des Lebens und sowas. Ja, und das Ding ist, glaube ich, einfach so, dass man es bislang immer wirklich mehr abgetan hat als etwas, was die Jedi und die Sith können. So, dass die Macht halt, keine Ahnung, so wie Religion ist. Und du hast halt so die Priester, die das irgendwie für sich haben. Und jetzt gehen wir langsam so mehr und mehr, also so wie so eine Reformation jetzt hier auf einmal so, ja, jeder kann es jetzt machen und so. Und da bin ich auf jeden Fall gespannt, was sie da am Ende des Tages noch so dann wirklich draus machen. So. Ich frage mich auch, ob das akzeptiert wird, weil ich habe so das Gefühl, dass die versuchen schon seit Jahrzehnten irgendwie immer mehr und vor allem in den letzten Jahren immer mehr diese Idee reinzubringen. So, ja, also eigentlich kann es jeder benutzen. Also ich werde jetzt einen Film zitieren, wo wahrscheinlich viele Leute sagen werden, aber das zählt ja gar nicht. Luke Skywalker in Last Jedi sagt es ja, die Macht gehört nicht den Jedi oder den Sith, sondern halt allen und du musst nur offen dafür sein und sowas. Was ja so ein bisschen auch erklären sollte, bevor die ganze Rey Palpatine-Geschichte kam, warum Rey das einfach machen kann, weil sie halt dran glaubt. Aber es halt zu fragil ist und du aufpassen musst, dass du nicht in die tiefen Löcher fällst und dann der dunklen Seite verfällst. Was übrigens auch ein Punkt ist, den ich an Sabines Charakter-Arc sehr schön finde, dass es so ein bisschen so eine Anti-Rey-Situation ist. Das ist so ein, sie würde gerne das besser können, aber sie ist zu verkopft, laut Hera und Ahsoka. Sie glaubt nicht so richtig dran, auch laut Kanan schon in Rebels. Und sie ist zu mandalorianisch, um wirklich die Macht richtig benutzen zu können. Also das ist so lustig, manchmal sind in Star Wars so Aussagen drin, die wären in jeder anderen Welt einfach Rassismus, aber hier ist es halt so, nee, alle Mandalorianer sind genetisch dafür positioniert, dass sie sturköpfig sind und nur Krieg wollen und nicht sich auf Sachen einlassen können wie die Macht. Und deswegen gibt es so wenige Jedi bei den Mandalorianern. Na gut, das mit Sabine finde ich auch ganz gut, dass sie es so machen, wie sie es jetzt hier zeigen. Zum einen, glaube ich, haben sie wirklich so ein bisschen aus dieser ganzen Debatte rund um Rey gelernt und so, dass wir jetzt nicht, dass es so einen Weg dahin geben muss, bis sie tatsächlich irgendwie
Jedi ist. Und gleichzeitig wäre es, glaube ich, auch super strange gewesen, wenn wir jetzt Ahsoka angefangen hätten und wir hätten auf einmal Sabine Wren gesehen, die Lichtschwert schwingt und Dinge fliegen lässt und sowas. Also wenn sie schon so ein voller Machtnutzer gewesen wäre, das wäre zu krass gewesen. So hast du halt wirklich, wie du schon meintest, einen besseren Arc für sie einfach, den man auch interessanter nachvollziehen kann. Und gerade diese Episode finde ich ja auch, was Sabine angeht, so super spannend, weil am Anfang hast du noch hier Hu Yang, der sagt so, okay, und denk dran, bleib zusammen. Ja. Und dann hast du so dieses moralische Dilemma einer Sabine, die sich jetzt halt sagt, okay, zerstöre ich jetzt diese Karte, um zu verhindern, dass Thrawn kommt, dann zerstöre ich aber auch den einzigen Weg, um zu Ezra zu kommen und so, dass sie, da frage ich mich so ein bisschen, okay, ist das jetzt die Verlockung der dunklen Seite oder ist es halt wirklich, aber es ist es ja eigentlich gar nicht, aber es wirkt halt so, wenn sie sich dann so einem Baylan anschließt, aber es ist eigentlich nur für sie so dieses wahrscheinlich so Mittel zum Zweck und ja, mir fällt dann später schon was ein, wie ich das noch hier wieder verhindern kann. Hauptsache, ich kriege Ezra zurück. Ich glaube auch, dass bei Sabine der Fakt, dass sie nicht so offen für die Macht ist, ihr erlaubt, dass sie hiervon jetzt recht schnell wieder quasi zurückkommen kann und nicht einfach der dunklen Seite verfällt. Weil es war schon ein ziemlicher Anakin-Palpatine-Moment. Es war schon so ein dieses, ich bin der Einzige, der dir helfen kann. Nur ich bin und auch so, als sie die Karte dann übergibt, dass du noch erst dieses Geräusch hörst und dann schon denkst, oh, irgendwer wird gewürgt, irgendwas Dunkles passiert hier und dann Shin von hinten kommt und sie quasi in den Würgegriff nimmt, um nochmal zu zeigen, nein, Sabine ist jetzt nicht die neue Schülerin von Baylan, sie ist jetzt nicht einfach der dunklen Seite verfallen, aber sie ist halt aus der Liebe zu Ezra. Das fand ich auch interessant, dass sie das einfach so reingedroppt haben, so, ja, ist die letzte Familie, die du hast. Und dann denkst du so kurz, aber sie hatte doch, oh, ja, stimmt, die Nacht der tausend Tränen. Alle Mandalorianer sind tot. Ach du Scheiße, stimmt, die ganze Familie wurde ausgelöscht von Imperium. Und das wird gar nicht angesprochen, wirklich. Nee, das fand ich auch gut. Und ich meine, Baylan hat ja dann auch so einen Imperator-Moment, wenn er zu ihr auch sagt, do it. Ja. So, das fand ich irgendwie, war ein schöner kleiner Verweis irgendwie so. Das hat Spaß gemacht. Aber ja, so diese Sabine-Story finde ich jetzt echt spannend so, weil das entwickelt sich jetzt, glaube ich, wirklich noch in Richtung, die, also ich bin richtig heiß jetzt auf nächste Woche, was denn so Folge 5 muss ja jetzt einfach rausballern, so dass Ich finde es auch sehr gut, dass sie nicht bisher in den Folgen so krasses Exposition-Dumping gemacht haben. Eher das Gegenteil, dass sie halt so Sachen gezeigt haben und gesagt haben, hey, ja, hier, das ist jetzt so ein dunkler Jedi. Aber okay, und dann kommt die Folge, ja, er kennt Anakin. Und ja, aber komisch, Anakin hat nie von dir erzählt. Ja, naja, jeder kannte ja Anakin. und halt so diese Sachen, dass du nicht so, du weißt immer noch nicht so wirklich, wo kommen sie her? Was ist das Ziel überhaupt? Also ich nehme mal an, dass es irgendwas mit der World Between Worlds zu tun hat oder irgendwas in diese Richtung, dass irgendwas Besonderes in Peridea ist. Mein Tipp ist ja immer noch, dass in der anderen Galaxis die Rakata noch quasi alive and kicking sind. Und dass dieser ganze Punkt von Old Republic hier jetzt eingeführt wird. Weil auf der Star Wars Celebration haben sie ja diese Epochenliste eingeführt. Und da war Old Republic drin, aber die haben einfach nicht darüber geredet. Und die haben gesagt, ja, das sind unsere Kanon-Epochen jetzt. Das ist jetzt James Mangolds Film, das ist The Dawn of the Jedi. Und dann am Ende, das ist Filonis Film. Ja, ja, und sonst reden wir über nichts. Und da ist einfach nur dieses kleine Symbol, die Old Republic. Und dann kommen halt so diese ganzen Sachen dazu. Der Film von Mangold spielt 25.000 Jahre vor der Schlacht von Yavin. In Legends sind die Rakata 25.000 Jahre und 200 vor der Schlacht von Yavin quasi gestoppt wurden in ihrem Imperium. Und wenn du das jetzt irgendwie miteinander, also ich kann mir da noch, gerade weil du auch diese ganzen Referenzen mit hier Eye of Sion und was weiß ich und jetzt wieder Zeit mit der World Between Worlds hast, ich kann mir vorstellen, dass es eventuell in so eine Richtung geht, dass sie jetzt noch, dass Filoni, weil der ist ein Fan von Old Republic, der wollte ja schon Revan in Clone Wars einführen, dass der jetzt halt einfach, der ist ja der Creative Head auch, dass er jetzt sagt, ich will jetzt einfach die Old Republic einführen, weil die Leute wollen es auch sehen. Hier, na, so klar, funktioniert das jetzt.
Ja, und es macht ja auch Sinn, das jetzt hier in diesem ganzen Mandoverse, sage ich mal, irgendwie so ein bisschen mehr mit aufzubauen, weil auf der einen Seite musst du natürlich jetzt auch immer noch irgendwie so ein bisschen versuchen, so die Brücken zu schaffen zu den Sequels, damit das halt, ne, was wir ja durch Dr. Pershing mit seiner ganzen Klonforschung da schon hatten, dass das irgendwie so ein bisschen aufgebaut wird, aber gerade mit sowas jetzt wie andere Galaxien und andere und hier halt die Welt zwischen den Welten und so, da kann man ja wirklich schön solche Sachen einfach droppen, die dann vielleicht irgendwann auch mal so in diese Richtung gehen, dass man sagt, okay, ja, ihr kriegt jetzt hier eure Old Republic. Ich habe das Gefühl, dass gerade mit den ganzen, so diese kleinen Drops in Andor, die Rakata und hier jetzt Scion mit reinzuschmeißen und sowas, ja, finde ich sehr interessant. Und halt, wie gesagt, der Fokus auf Zeit. Und da sind wir jetzt auch schon am Ende der Folge. Also ich fand's krass so, weil ich wunderte mich noch so, weil man sieht ja Ahsoka mit geschlossenen Augen so in so einem Close-up und dann fängt das so hinter ihr an zu wabern und ich denke schon so, hä, ist sie jetzt noch im Wasser? Ist sie jetzt, wo ist die jetzt so? Und dann so die Kamera so langsam zurückfährt und jetzt siehst du schon, wo sie da so liegt und ich so, wow, okay, Welt zwischen den Welten, wie aufregend. Und dann dieses Hello Snips. Ich dachte, geil, Gänse. Ich kriege jetzt schon Gänsehaut, wenn ich darüber rede. Und dass sie sich dann halt wirklich umdreht und dann hast du Hayden Christensen als Anakin Skywalker da stehen. War schon geil. Und vor allen Dingen auch, dass das jetzt hier dann wirklich so als der Cliffhanger benutzt wird, wo dann zum Schluss nochmal so dieses Vader-Theme langsam angespielt wird und du dir schon denkst, so okay, wow, was macht ihr daraus jetzt bitte nächste Woche? Weil das ist ein geiler Cliffhanger. Das Ding ist, ich habe so eine, jetzt also schon direkt am Anfang eine kleine Theorie gehabt. Und zwar, ich habe nämlich nochmal zurückgespult. Mir ist eine Sache aufgefallen. Er hat Darth Vaders Lichtschwert am Gürtel. Er hat nicht Anakins Lichtschwert am Gürtel, sondern wirklich explizit Darth Vaders, das Schwarze, was so ähnlich aussieht. Ja. Und ich glaube, dass wir uns hier, gerade weil Cetos ja irgendwie so ein besonderer Planet ist, der irgendwie eine Connection zu höheren Dingen hat, ich glaube, wir befinden uns hier eher nicht wirklich in der World Between Worlds, sondern in so einer Situation wie in der Höhle auf Dagobah. Oder wie Rey in der Höhle unter dem Jedi-Tempel da. Und das ist so eine Situation, wo sie gegen diese Illusion von Anakin kämpfen muss. Weil das ist das Letzte, was sie quasi mehr oder weniger gehört hat. Dann hatte sie das Gefühl, sie hat versagt als Lehrerin, als sie erst dachte, Sabine ist tot. Dann Sabine wieder gesehen hat und dann aber trotzdem von der Klippe gestürzt wurde und jetzt davon ausgehen muss, Sabine ist tot. und jetzt vielleicht sehr viel auf sie hereinbricht, an Erinnerungen auch von früher und sowas, was ich mir sehr gut vorstellen könnte. Weil ich glaube nicht, dass sie einfach von der Klippe in die World Between Worlds gefallen ist. Na gut, auf der anderen Seite hast du ja auch diese Cetos da, dieser Ort da, das ist ja auch irgendwie, wir wissen ja nicht so richtig, dieser Kartenraum, da ist das was Besonderes. Gleichzeitig hast du ja auch genau irgendwie so in dem Augenblick auch eine Morgan Elsbeth, die da jetzt die Koordinaten eingibt und dann wegschießt. Vielleicht hängt das halt Riss auch in Raum und Zeit, wo sie durchgefallen ist. Ja, genau. Vielleicht hängt das irgendwie mit zusammen, weil in Rebels haben wir ja gesehen, Ezra braucht da halt irgend so ein Portal, um da überhaupt hinzukommen. So, das hat mich auch stutzig gemacht, wie es sein kann. So, okay, jetzt fallen wir einfach irgendwo die Klippe runter und dann sind wir da. Aber also ich würde schon vermuten, dass es die Welt zwischen den Welten ist. Und dass man halt wirklich irgendwie sagt, ja, okay, dieser Planet und die Tatsache, dass sie da jetzt wirklich diesen Gang zwischen zwei Galaxien erzwingt, was ja die Purgles einfach irgendwie so machen. Und dadurch aber passiert jetzt irgendwie, keine Ahnung. Also es ist auf jeden Fall spannend so. Da kann man, glaube ich, auch wieder viele Theorien aufstellen, wie das zustande kommt. Aber ich finde deinen Ansatz tatsächlich auch ganz spannend so, weil das, ich bin, wie gesagt, nächste Woche. Ja, ich bin auch sehr gespannt. Ja, ich finde, er sieht gar nicht mal so sehr aus wie Anakin aus Episode 3, sondern vielmehr wie eine fleischgewordene Clone Wars-Version von Anakin aus der finalen Staffel. Und das finde ich sehr, sehr cool. Also ich glaube, sie haben das Kostüm und die Haare auch tatsächlich ein bisschen eher daran angepasst. Was lustig ist, weil sie ja die Animation an den Film angepasst haben. Aber das finde ich sehr cool. Und dass sich auch das
Ding bestätigt hat, dass Hayden Christensen hier mit auftaucht. Hm. Der ja in den letzten Jahren auch zu einem gewaltigen Clone Wars und Rebels-Fan geworden ist. Ja, also ist schon echt cool. Und wie gesagt, so ist es natürlich auch cool gemacht, zu sagen, okay, so können sie sich wirklich noch mal Angesicht von Angesicht gegenüberstehen, weil das, weil bei der Obi-Wan-Serie hat das ja alles noch irgendwie Sinn gemacht. Hier wäre es ja jetzt schon wieder ein bisschen schwieriger zu sagen, ja. So, ja, okay, wie kann da jetzt noch Hayden Christensen eine Rolle spielen? Aber ja, also coole Sache. Also haben sie auch schön inszeniert. Da merkt man dann doch wieder auch so ein bisschen, dass Dave Filoni dann doch noch nicht irgendwie eingerostet ist und da wirklich ja dann auch noch so ein bisschen so die Spannung gut aufbauen kann. Und geiler Cliffhanger so für die nächste Episode. Also ja. Ich bin auch mal gespannt, ob er vielleicht noch sogar ein bisschen mehr damit macht, mit dem Konzept. Also das Konzept von der World Between Worlds noch so ein bisschen mehr ausbaut, als einfach nur, na, hier sind Brücken zu verschiedenen Zeitpunkten in der Realität und mögliche Zukünfte und sowas. Weil wir haben ja immer noch diese Szene zum Beispiel am Ende von Episode 9, wo du die Stimmen von den ganzen Jedi hörst, die Rey quasi so ein bisschen anfeuern und ihr Kraft geben. Und der gleiche Effekt ist ja jetzt hier auf der Stimme von Anakin, als er Hey Snips sagt. So dieses leicht hallige, mehr eher schon ghostly-artige Rufen. Und wer weiß, vielleicht wird das jetzt so nachträglich der Punkt. Hier sind die ganzen Manifestationen der verschiedenen Jedi, die in die Macht übergegangen sind. Das ist der Ort, von dem die Macht stammt und eben rausblutet in die eigentliche Realität oder sowas. Das fände ich sehr cool, wenn man da das jetzt noch mehr benutzt als einfach nur, cool, eine Zeitmaschine in Star Wars. So. Ja, da muss man, finde ich, aber auch wieder extrem aufpassen, so, ne? Weil dann gerätst du wieder sehr so in dieses Fanservice-Ding rein, so, oh, ihr wollt noch mal Maul sehen? So, ja, okay, komm, ja, das wollte ich noch jetzt mal Maul und oh, ihr wollt noch mal den sehen? So, das ist so ein bisschen so dieses, wenn du halt sowas wie so eine Multiverse-Möglichkeit da jetzt irgendwie aufbaust oder so, deswegen, das hoffe ich gar nicht, aber das ist so ein bisschen das, was tatsächlich ja Filoni, ich weiß nicht, ob das in Rebels schon gezeigt oder gesagt wird oder ob das erst dann in einem Interview war, aber der Punkt, den Filoni meinte damals, als er in Rebels das eingeführt hat, war, das ist so ein bisschen der Ort, von dem die Visionen der Jedi kommen. Mhm. Und Yoda hat ja gesagt, nicht jede von diesen Visionen muss wirklich stattfinden. Manche davon sind auch einfach nur mögliche Ereignisse. Und seine Idee war, weil in Rebels hörst du ja auch Rey und alles Mögliche aus der Zukunft schon. Und seine Idee war, dass quasi das mehr oder weniger so ein Portal zwischen verschiedenen Realitäten sein kann. Aber dass er explizit nicht will, dass das als Zeitmaschine oder als Portal benutzt wird und deswegen den Tempel in Rebels zerstört hat. Aber da wusste er ja auch noch nicht, dass er dann nicht nur eine Ahsoka-Serie mit wer weiß wie vielen Staffeln, also ich glaube, wenn es nach Filoni geht, kriegen wir hier 7, 8 Staffeln von. Und dann noch einen Film ja auch noch macht. Also wer weiß, in welche Richtung das geht. Ich habe auch so das Gefühl, dass der Filoni-Film soll ja irgendwie 2026 oder sowas kommen in der Drehe. Ich habe so das Gefühl, dass wir auch noch mal Exegol und Palpatine revisiten werden in dieser Zeit. Als nur diese Referenzen, die sie in Mandalorian jetzt bisher hatten. Ja, ich meine, blöd gesagt, sie müssen ja auch noch mal irgendwie was mit Snoke machen. So, ne? Also, da bin ich sehr gespannt. Da haben sie ja jetzt dann natürlich auch echt noch mal gute Chancen, dieser Figur jetzt noch ein bisschen mehr Hintergrund zu geben, als das, was man jetzt halt durch die Sequel zu bekommen hat. Ne? Ja, aber ich bin sehr gespannt. Also vor allem, wo oder wann Morgan Elsbeth und Co. jetzt ankommen. Ob das jetzt wirklich einfach nur irgendeine andere Galaxis ist und Thrawn da sagt und so, ey, cool, dass ihr hier seid, komm, na, dann fahren wir wieder zurück. Weil irgendwie, ich habe so das Gefühl, die müssen ja eigentlich fast schon da stranden. Die müssen ja eigentlich fast schon da ankommen und sagen, okay, wir brauchen jetzt ein halbes Jahr, bis die Antriebe wieder aufgeladen sind oder irgendwas ist kaputt und wir müssen jetzt Bauteile finden oder sowas, damit das nicht einfach nur so ein, oh, wir sind in einer anderen Galaxis. Okay, lass wieder zurückgehen ist. Naja, oder was, ich meine, was noch passieren könnte, weil es gibt ja so zwei Punkte, die mich so ein bisschen stutzig gemacht. Zum einen, dass Baylan ja zu Morgan noch sagt, so, okay, nach dem Motto, mach die Berechnung auch richtig, ich will jetzt nicht irgendwo im Void landen und dann ist vorbei. Und die Tatsache, dass diese Berechnung ja wirklich kurz unterbrochen wird. Ja. So, da könnte man jetzt natürlich irgendwie sagen, so,
okay, da hat sich jetzt irgendwie ein Fehler eingeschlichen, der zwar bedeutet, okay, sie landen vielleicht jetzt nicht unbedingt im Void, aber in dieser anderen Galaxie, sind jetzt aber nicht unbedingt direkt sofort dort, wo auch ein Thrawn schon ist, um dann einfach auch so ein bisschen vielleicht dieses Konzept aufzubauen, so okay, jetzt müssen wir hier erstmal in dieser neuen Galaxie uns zurechtfinden. Das ist eigentlich auch ein interessantes Konzept, weil die Karte führt ja nicht zu Thrawn. Die führt ja nach Peridea. Genau, ja. Dann musst du ja immer noch diesen einen blauen Mann in der riesigen Galaxis finden. Und das ist ein guter Punkt. Und auch, was du gerade jetzt, wo du es sagst, dass der gute Balan so die Sorge hatte, dass sie in der Void stranden. Mhm. Das suggeriert ja fast schon, dass es ein One-Way-Trip ist. Ja. Weil wenn sie da gewesen wären, hätten sie einfach sagen können, ah Mist, haben uns verrechnet, dann fahren wir wieder zurück, wo wir hergekommen sind, wir haben ja die Route. So, das ist eigentlich, ist ein sehr guter Punkt. Das würde auch so ein bisschen diese große Frage erklären, wo war denn Ahsoka? Wo ist denn Hera und wo ist denn Sabine? Ich meine, die sind jetzt nicht mitgefahren, aber wir können davon ausgehen, dass sie irgendeinen Weg finden, da jetzt auch hinzufliegen. Naja, der Weg ist doch da, die Purgles so, ne? Ja, eben. Also ich meine, das kannst du wahrscheinlich irgendwie am ehesten dann vielleicht noch irgendwie über die lösen. Oder sie machen es halt wirklich, okay, die sind da, finden Thrawn, tauchen wieder auf und sind zurück, weil ich meine, im Trailer hat man ja Thrawn auch schon im Eye of Sion gesehen, so, ne? Also da gibt's ja so diese eine Ding so, das war, glaube ich, im allerersten Teaser, wo man ihn nur von hinten gesehen hat und das war ja schon diese Zentral, also vielleicht machen sie es am Ende auch relativ zügig und nächste Folge ist halt wirklich einfach nur in Peridea und dann reisen sie aber auch schon wieder zurück, damit halt das Erbe des Imperiums angetreten werden kann. Ne? Also alles möglich. Also ich kann mir auch eine Sache sehr gut vorstellen, dass das jetzt einfach richtig lange rausgezögert wird und die Szene, die wir sehen mit Mikkelsen, Thrawn, ist einfach so der letzte Cliffhanger der Staffel und die sagen dann, und weiter geht es dann in der Mandalorian Staffel 4. ist die Storyline. Ja, gut, oder halt für den Film, ne? Weil ich meine, da ist ja so viel, was du jetzt noch irgendwie machen musst. Wird auf jeden Fall spannend. Aber ich wünsche mir schon irgendwie so ein bisschen, dass die Thrawn jetzt in Ahsoka schon so ein bisschen mehr ausbauen. Aber ich finde, das ist auch noch ein Punkt, den ich noch sagen will. Ich finde es gut, dass sie schon eine Connection gemacht haben zu dass Ahsoka nicht komplett für sich alleine steht, indem sie Carson Teva hier mit reingeholt haben. Ich fand es ein bisschen komisch, dass sie nicht, weil, also irgendwie, dass Carson Teva da ist und noch andere X-Wing, suggeriert mir jetzt so ein bisschen, dass das die Adelphi Rangers sind. Hm. Aber es ist irgendwie komisch, dass Sepp nicht dabei ist. Ja. Weil wir lernen den in Mandalorian als Mitglied der Adelphi Rangers kennen. Ja, das wundert mich auch schon die ganze Zeit irgendwie so, warum sie den noch gar nicht rausgepackt haben, so, weil ich meine, Mandalorian hat ihn schon angeteasert und jetzt warten wir immer noch irgendwie drauf. Vielleicht kommt es dann jetzt, nachdem da ja ein paar von den Rangers ja wahrscheinlich auch draufgegangen sind in dieser Episode, dass es jetzt hier. Oh, sie holen Backup und dann kommen Mando und Sepp. Ja, Mando will ich gar nicht hier drin haben, ehrlich gesagt. Dann sollen sie Sepp irgendwie mit reinbringen und das würde, glaube ich, mehr Sinn machen. Also so wie ich das Mandoverse kenne, sind Episode 5 und 6 einfach Mandalorian-Folgen und 7 und 8 geht's dann erst wieder zu Thrawn. Genau, den Grogu kommt und rettet den. Genau. aber mal ohne Spaß, das war jetzt ein Joke, aber den Grogu ist ein Beast-Tamer-Jedi. Der hat die Fähigkeit. Also technisch gesehen wäre das sogar ein Plotpunkt, sie haben ja sogar in Staffel 3 hatte er ja auch schon diese Purgles im Hyperspace da gesehen und ja auch so die Hand ausgestreckt. Also um ehrlich zu sein, ich glaube, dein kleiner Joke, da könnte theoretisch ein Spoiler gewesen sein für eine der nächsten Folgen. Wer weiß, Weil das würde mich jetzt nicht wundern, weil Ahsoka hat diese Fähigkeit, also wenn wir immer noch davon ausgehen, dass Filoni diesen Weg weiterführt, dass gewisse Jedi gewisse Fähigkeiten haben und nicht alle alles können. Dann wäre das wahrscheinlich sogar eine Sache, die Ahsoka selber, wo sie Ahsoka selber drauf kommen könnte und sagen könnte, ich kenne da ja noch jemanden, ne? Wir müssen den Mandalorianer holen. Und dann hast du noch so diesen Punkt, dass du sagen kannst, meine Freundin Sabine Wren, Mandalorianerin, ist da verschollen und wir brauchen, und sie und Bo-Katan haben eine Verbindung mit dem Darksaber und so. Ja. Also theoretisch könntest du sehr, sehr einfach den Jarin und Grogu da noch mit reinholen.
Ja, durchaus gut möglich, ja. Ja, ja, mal schauen, ne? Also, wenn nächste Folge dann direkt losgeht auf Mandalore, wie, oder nee, auf dem Piratenplaneten, wie Din Djarin und Grogu gerade vor ihrer Hütte sitzen und plötzlich einen Holocall kriegen. Ja, sehr geil. Ja, sind wir mal gespannt. Ansonsten will ich dich jetzt mal entlassen, dein Recap zu machen, damit du das heute hochladen kannst. schaut auf jeden Fall bei Filmstarts vorbei und guckt euch dann nochmal das genaue Auseinandernehmen dieser Folge an. Und Dankeschön, dass du dabei warst. Ja, immer wieder gerne. Dann Dankeschön. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dasselbe wie immer, ne? Abonniert den Kanal, guckt noch weitere Videos. Wie gesagt, hier ist das Filmstarts-Video noch verlinkt. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Und bis dahin, Rinja hauen!